Hallo. Jo, moin Leute, hallo, herzlich willkommen hier zurück bei Herzen TV. Scheiße, nee. Genau. Was ich heute mal ansprechen wollte, ist einfach nur ein Erlebnis aus dem Stadtpark hier, gerade aus Freudenstadt. Was ist denn da draußen immer los? Ich höre so. Nein, es ist nicht meine Musik. Und. Nein, das Lied ist auch scheiße. Ein Augenblick, mein Gott. Ach, Mann. Sag mal, was ist denn das jetzt? Ich hab Pollenallergie, meine Nase juckt wie so. Nein, sag mal. Nomine. Librium. Quatrium. Quilibrium. Wo ist das Lied, Alter? Sag mal! Hä? Nein. Ja, da haben wir es. Haben wir jetzt schon mal das da? Wer macht das? Nein. Da immer so. Genau. Scheiße, Mann, das Video läuft einfach weiter, Mann. Fuck off, sorry, Leute. Wie ihr wisst, meine Videos gibt's nur ungeschnitten. Deswegen kann natürlich auch mal ein Patzer passieren. Genau, mein Erlebnis aus dem Stadtpark in Vergischau und die ganze restliche Kacke, wo ich eigentlich sagen wollte. Oh, ich hab so mit Alzheimer krank, werden wir in der fernen Zukunft irgendwann mit 25 Jahren, also in der fernen Zukunft, alkoholabhängig, drogenabhängig, zigarettenabhängig, Alzheimer, sitzt im Rollstuhl und ist schon im Altersheim mit 30 angemeldet und sagt dann so, ja, hallo, mein Name ist Alter, wie heiß ich? Ich bin die Jungen, Alter. Scheiße, nee. So viele leere Flaschen hier, oder was? Kein Bier mehr da! Ah! Erlebnis, stopp. Gut, also Leute, jetzt ernsthaft nochmal auf das Thema zurück, ohne irgendwelchen. Ey, das ist scheiße! Und, ja, ich saß letztens im Stadtpark mal wieder unterwegs in Sachen Punkrock mal wieder und so weiter und so fort und hab dann einfach jetzt nicht geschnorrt oder irgendwie sowas, mach ich. Mach ich mit dem Scheißstift eigentlich. Warum habe ich den jetzt eigentlich weggeworfen? Egal. Saß da, hab so meine 12 Bier von mir hergeschoben. Also so. Okay, vor mir standen sie nicht, sie lagen eher hinter mir im Brunnen, im Wasser, weil die natürlich oben schwimmen statt Glasflaschen. Ist voll geil, Alter. Die bleiben dann so schön kühl. Das ist mein Lieblingsplatz im Sommer immer. Und. Jetzt habe ich den Draht verloren. Cut. Nein. Oh Mann.
Scheiße. So. Meine Nase, verfickte Kackscheiße, Mann. Ja, da kamen so halt so zwei Jugendliche auf mich zu, so solche richtige 187 Hip-Hop-Fotzen, ne? 187 Hip-Hop-Fotzen. Alter, nee. Da kamen die einfach so auf mich zu und dann der eine so, ey, gib mal ein Bier. Ich so, yo, wie alt bist du eigentlich? Ja, ich bin 15 Jahre alt und bin schon weiter stark Alkoholiker. Und so, du guckst ihn so an und denkst so, ja, du weißt ja nicht, was mit 15, wie man richtig Bier schreibt, am meisten Pilz und Export. Doch, B-I-E-R. Wow, das hat dir bestimmt gerade deine Großmutter vorgejubelt, oder? So, mach eine Fliege, Alter, ich hab keinen Bock auf dich. Und dann kam der andere, krieg ich vielleicht ein Bier. Ja, wie alt bist denn du? Ja, ich bin 16. Überlegt, okay, der eine ist 15, der andere, ja, könnte 16 sein. Hast du einen Ausweis dabei? Weil ich gebe erst ab 16 Bier her. Als meins ist. Leb. Nicht, weil das Gesetz das sagt, sondern weil es meins ist. Ja. Genau, und nicht an Nazis oder irgendwelche anderen Vollidioten, die irgendeine andere Kackmeinung haben. Falls ihr mal gerade fragt, welches Lied und welche Band es ist, das ist Kann deine Liebe Sünde sein von Eisbrecher. Genau. Was ist nur heute falsch mit dieser Jugend? Gut, der hat mir seinen Ausweis gezeigt. Der ist 2002 geboren. Ist 16 Jahre alt gewesen. Zumindest ist es heute. Alles Gute, gehen raus an dich, du Spast. Einen herzlichen Glückwunsch, Hurensohn. Ja. Was ist nur fuck? Egal. Gut, das war vor 3 Tagen oder 4 Tagen. Was haben wir denn heute? Wir haben heute Donnerstag. Das heißt, ja, wir haben. Nee, Alter. Doch. Wir haben heute Donnerstag. Ja, wir haben heute Donnerstag. Scheiße, Mann, Alter. Nee. Ich weiß nicht, was es gerade wird hier mit diesem YouTube-Video, aber ich werde es einfach ums Verrecken hochladen, weil ich selber persönlich wahrscheinlich mega lustig finde. Okay, ich schweife schon wieder ab. Was ist heute los bei mir, verdammt? Ich habe wahrscheinlich kein Alkohol, deswegen läuft man hier noch nicht so ganz rund. Genau, und dann habe ich halt dem einen ein Bier gegeben, der andere ist dann irgendwie so voll depressiv so nebendran gesessen, in Anführungszeichen gesessen, die standen mal. Und dann kam halt irgendwie so ein blöder Spruch von dem, wo er kein Bier bekommen hat, so im Sinne von, der ist auch noch keine 16, und ich so, der wird aber übermorgen oder überübermorgen 16 und du wirst erst, keine Ahnung wann 16. Ich glaube, der wurde erst 15 laut dem anderen, der wurde ja erst 15, ne? Und dann habe ich so gedacht, nee, mach ich nicht. Mag ich nicht. Ein Bier für dich, dann habe ich noch, was hatte ich, 12, ja, 11 Bier für mich allein, das fand ich dann auch noch vollkommen in Ordnung, aber 10 Bier für mich allein, wenn ich den halben Tag in der Stadt sitze, nein, das ist zu furchtbar. Ja, da saßen wir also da, also er und ich und der andere Spasti und so, und dann habe ich halt so ein bisschen erzählt, so ja, ich mache ab und zu Platte und so, ich wohne jetzt gerade hauptsächlich erstmal in Alpiersbach. Bis ich dann eine andere Bleibe suche. Wir müssen von dir ausziehen aus der Wohnung, zur Info. Und ja.
Es gibt verschiedene Sachen, verschiedene Formen, warum ich dem kein Bier gegeben habe. Der junge Mann ist da auf einmal voll ausgerastet, wollte sich ein Bier krallen, einfach so ohne Erlaubnis, ohne ja nichts, hat mir ja nicht gefragt, ne? Und dann habe ich so das Bier genommen, ich so, Alter, was ist denn jetzt bei dir schief, man, du darfst bei mir sitzen, man, normalerweise hasse ich solche Spießer wie dich, ne? Ja, gib mir sofort ein Bier, du Arschloch, ich bin schon stark Alkoholiker, ich dreh doch durch und ich doch voll ausgerastet, weil er kein Bier bekommen hat, ne? Aber ich sage, Alter, halt's Maul, das ist einfach meine Entscheidung und fertig. Das liegt nicht an dir persönlich, das liegt einfach an deinem scheiß verkackten jungen Alter, Mann. Und du solltest aufhören, so einen Scheiß von dir zu erzählen, dass du schon stark Alkoholiker bist, wenn du noch nicht mal weißt, was Alkoholiker sind. Ja, sowas wie du sind Alkoholiker. Und ich sage, hä, du hast doch gerade selber gesagt, dass du Alkoholiker. Ich bin doch kein Alkoholiker. Und ich denke so, what the fuck, Alter, was ist denn falsch in deinem scheiß verkackten Schädel, Mann? Nee, Mann. Aber trotzdem. Geburtstagsgrüße gehen an dich raus. Und, jo, naja, gut. Passiert halt auch mal hier, ne, dass Leute mich mal nicht mögen, wie zum Beispiel Nazis, Polizisten, Stadträte, Ladenbesitzer. Andere Menschen, die mich nicht mögen. Ja. Naja, wenn wir gerade so bei Maßen sind, kennt ihr das vielleicht? Ihr läuft so durch die Stadt und dann denkst du einfach nur, du hast so einen leichten, miesen Tag. Ich hasse dich und hasse dich und dich und dich und dich und dich und dich und dich. Obwohl ihr diese Leute gar nicht kennt und also dich und dich und dich und dich. Und dann denkst du so, okay, ich hör jetzt auf, ich hasse einfach alle Menschen auf dieser Erde. Ich hasse einfach heute alles. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr in der Stadt seid und einfach, ihr hasst einfach fremde Menschen, die gerade einfach nur an dir vorbeilaufen und euch nicht mal schräg angucken, gar nichts. Einfach nur, ich hasse dich. Solche Tage habe ich öfters mal, wenn ich in der Stadt bin. Ich finde es voll toll. Da trinke ich 4 Bier und dann liebe ich Menschen, weil sie mir dann Geld geben. Scheiße, Alter, dieses Video wird so krank. Ja, falls euch schon mal aufgefallen ist, ich habe kein Piercing mehr drin. Ich habe das am Samstag kaputt gebissen auf Versehen, wo ich besoffen war. Ich habe mein Piercing zerteilt. War hier nur so ein Silikon. Verschlag mich tot, Ding. So, ich bin wieder da. Ich musste gerade kurz Nase putzen und wollte das einfach ums Verrecken nicht aufnehmen. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Ja. Und dann kam so ein Pärchen, am selben verfickten Tag kam so ein Pärchen auf mich zu, ich weiß nicht. Ja, ein Pärchen war das, ja, also so ein Hetero-Pärchen da. Ist mir auch wurscht, welches Geschlecht, welches Pärchen und was weiß ich, ist mir auch egal, aber trotzdem. Da kam halt so ein Pärchen auf mich zu, recht jung, ich glaube die Freundin war 17 und der Freund war, glaube ich, 20 Grad oder 19 war der. Kam auf mich zu und haben dann so angefangen, hey, ich kenne dich doch. Und ich so, hey, ja, viele kennen mich halt. Ich bin ja der einzige Punk. Was würdest du erwarten? Klar kennt mich hier jede Sau, was soll denn das, ne? Nein, ich kenne dich irgendwo anders her. Ja, weiß nicht. Wo war ich denn schon? Ich war in Karlsruhe, ich war in Berlin, ich war in der Nordsee, ich bin in La, ich war in Offenburg, Freiburg, Basel. Kippenheim, Seegurken-TV, was weiß ich, ich war fast schon so gut wie sehr oft unterwegs, was jetzt ein wenig schleichig unterwegs ist. Eibisbach war ich, in Aslach war ich, in Schildtag war ich schon, in Schenkenzell war ich noch gar nicht. Ah, ich muss mal Schenkenzell und sicher machen, da gibt es voll viel Obdachlose, das wird dann bestimmt lustig. Ja. Ja, und dann so, nein, nicht von irgendeiner Stadt, sondern ich kenne dich aus dem Facebook, glaube ich. Ja, ich habe Facebook, das hast du richtig erfasst.
Ja, du bist doch, wie heißt das? Das Gemüse da, Bohne? Ja, Bohne! Ich so, nein, nicht als Erbse. Reingelegt. Und dann, ja, er so, ja, ich finde deine YouTube-Videos voll lustig. Ich denk so, Alter, meine YouTube-Videos sind schon in Freudenstadt angekommen. Alles klar. Scheiße. Falls du wieder das Video siehst, euch noch viel Glück in der Beziehung. Willy, Nigga, was geht? Genau. Falls ihr... Wir kommen jetzt aber mal langsam wieder zum Ende des Videos, weil es ist schon 15 Minuten und verschlag mich tot. Jetzt kommen wir auch mal zum Ende des Videos. Ich habe genug Blödsinn geschwätzt für heute. Okay, ich schwätze allgemein Blödsinn, aber trotzdem. Echt genug für heute von mir, meinerseits. Und das nächste Video kommt dann Samstag, glaube ich. Ja, Samstag ist so der Haupttag, wo nochmal ein Video kommt. Das ist einfach so ein Zwischending. Heute ist Donnerstag, ich denke morgen am Freitag ist es oben oder ich lade es erst ab Samstag hoch. Ich weiß es noch nicht. Ihr werdet es ja wahrscheinlich sehen. Und lasst einen Kommentar da von euren Erlebnissen mit anderen Menschen, die nicht so sind wie ihr oder so. Keine Ahnung, vielleicht hat euch mal ein Penner irgendwie angefragt, ihr habt euch zu diesem Obdachlosen gesetzt und habt einfach angefangen mit ihm zu reden, statt ihm einfach zu ignorieren oder blöde Sprüche oder einfach nur mal so 10 Cent in den Becher zu werfen. Probiert das mal aus. Fragt ihn höflich, ob ihr euch zu ihm setzen dürft oder sowas. Macht das mal. Ihr werdet sehen, sie werden sich freuen, mit euch über allen möglichen Scheiß sich zu unterhalten. Fragt einfach mal was. Die meisten wollen es und es gibt auch viele, die wollen es nicht. Ich freue mich jedes Mal, wenn andere Leute mich vom Schnorren aufhalten und mir sehr viele Menschen durch die Lappen gehen. Naja, aber Leute, ganz einfach, ich finde sowas voll geil, wenn Leute das machen. Ich mache das persönlich auch. Ich kaufe 7 Bier und 3 davon gehen an den Obdachlosen und 4 behalte ich. ja gut, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich, lasst ein Like da und schreibt es unten in die Kommentare. Was ihr von solchen Menschen haltet und wie ihr darauf reagieren würdet oder wollt oder tut oder wie auch immer ihr das handhaben tut oder wollt, wollen tun haben und so, ja. Ich denke jetzt mal, langsam kommt echt nichts mehr Gescheites dabei raus. Ich mache jetzt, glaube ich, noch einen kleinen Livestream auf Facebook, einfach noch da ein bisschen Blödsinn zu machen. Und